und es lägt, weil ich Connection viel habe, aber es ist mir jetzt scheißegal, Leute. Es ist eine fucking große Map und damit begrüße ich euch hier wieder zurück zu einer Runde von Rocket League auf meinem wunderschönen Kanal. Und wir sehen eine große Map. Wir sind drei Leute auf dieser Map. Und da ging ja schon das erste fucking Tor hinein. So, diesmal bleiben wir ein bisschen weiter hinten, denn ein bisschen Abwehr muss natürlich auch schon sein. Rampenballkamera. Wenn wir natürlich gutes Item haben, gehen wir natürlich nach vorne, das ist alles kein Problem. Aber ich möchte mal... Alles klar. Ja, What the fuck? Was geht hier ab? Ey, wir haben noch nicht mal eine halbe Minute gespielt und wir haben schon zwei fucking Tore. Wir haben zwar auch ein Semi-Profi drin, aber... Okay, ich baller jetzt einfach rein. Einfach reinballern, einfach reinballern. Nein! 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 Ach, wie konnte man nochmal schreiben? Ich habe ihn braucht Boost. Danke, guter Pass. Spaß für den Panel 2. Ich glaube, das strickt das sehr, sehr gut aus. Warum bleibe ich eigentlich nicht hin? Nee. Oh, fucking leck, aber das ist mir jetzt gerade egal. Ich lade gerade noch nicht so. Bei mir ist aber das andere Video schon fertig mit Schneiden, also... Das kann es auch nicht sein, dass es so ein paar Lecks jetzt beursacht. Mich würde mal interessieren, Leute, da ich ja nächstes Jahr, oder dieses Jahr jetzt schon, nicht nächstes Jahr, andere Projekte machen möchte. Nein! Ich habe das Item gehabt, was uns den Punkt hätte retten können. Das hätte uns auch einen Punkt retten können, aber ist mir jetzt auch gerade egal. Oh, das hätte ganz gut klappen können. Ah, genau in einer fucking Sekunde, das kotzt mich an. Oh, jetzt muss ich überlegen, was ich hier eigentlich sagen soll. Seit gestern habe ich angeblich eine Freundin, also gibt es eine neue Man of... Girl of the World, oder wie haben wir sie damals genannt gehabt? Sie ist dieses Mal jünger als die andere. Aber ich glaube, das macht nichts. Das einzige, sie wird wohl nicht in Aufnahme scheinen sowas ähnliches wie die andere, wie die letzte. Besser wird es vielleicht doch noch mal wieder, ich weiß es nicht, die überhaupt mal wieder reinkommt. Dadurch, dass man weniger Zeit miteinander hat, ist es doch schon recht schwerer, irgendwie Zeit zu finden, genauso mit der neuen angeblichen Freundin, sagen wir es mal so. Also, ja, es ist so ein Hin und Her. Also im Moment ist es noch so, ja, sind wir jetzt zusammen oder sind wir nicht zusammen? Weil ich möchte keine Beziehung mit wenig Treffen haben. Das muss ich... Oh nee, das... Aber... Jetzt. Oh, gut, ich wollte für ihn den Punkt lassen. Oh nein. Das kotzt doch ihn an. Aber okay, gut. Alter! So, ich habe gerade vorhin mal auf die Uhr geguckt, aber mir fällt gerade ein, meine eine Uhr, die geht ja nicht mehr. Doch, das ist die richtige, funktionierende. Weil eine ist stehen geblieben in der Zeit, wo ich bei meinen Eltern war. Da habe ich noch keine neue Batterie reingetan. Und ich muss in einer Stunde, gibt es was bei mir zum Mittag. Danach gehe ich wieder auf Arbeit, zur Spätschicht.
In dieser Zeit möchte ich mindestens noch ein Rocket League Video hochgeladen haben. Leagul, genau. Und ich muss mal gucken, wann dieser zweite Part rauskommt. Ich habe bloß gerade richtig Bock drauf gehabt, noch eine Runde aufzunehmen. Weil auch wenn ich hier nichts kann, ist mir das egal. Rocket League ist einfach ein nice Spiel mal zwischendurch und gerade macht es Spaß. Kriege ich keine Punkte für Zerstörung? Das ist ja traurig. 3 vs 3. Oh, jetzt geht's los. So. Da, ich wollte reinmachen. Alter, ich habe gerade R, fuck, ich habe gerade R gedrückt gehabt. Das muss ich mir jetzt anschauen. Und da hatte ich R gedrückt gehabt, aber da war er schon drin. Oh, ist es fies. Aber ich glaube mal, solange wir jetzt nichts machen, ist der Sieg uns sicher. Nein. Was gibt es das denn? Nein. Es geht keiner ran von uns, auch nicht schlecht. Und dann gehen wieder alle ran und dann... Ah, 3 Sachen auf ein... Der Ball ist gefroren, obwohl er noch fliegt. Sagt nichts. Da sieht man es ganz schlecht, dass ich... Dann Mario hat verlassen. Also ein Sieg wäre noch möglich. Also. Es wäre fast noch ein Unentschieden. Naja, gut, okay, Leute. Dann würde ich sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt noch oben nicht einen Daumen unten. Diesmal haben wir 7 fucking Punkte erhalten, auch nicht schlecht. Das ist geil, die Torexplosion, die lege ich mal an. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Zeigt euch, wenn ihr so wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Und ciao, ciao.